Kein Problem, wir machen den ganzen Weg einfach nochmal. Wir haben ja die Zeit hier. Wenn das Spiel eh schon nicht so lang ist, dann muss man sich halt wirklich dann... Weißt du, bei so einem Spiel, die eh schon so lang sind, dann lasse ich halt ganz gerne mal ein paar Sachen weg. Weil das Spiel ist so schon so lang. Ja, da unten, siehst du? Ja, ist klar. Okay. Das Buch wahrscheinlich da hinten irgendwo sein. Ja, alles klar. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Submerged Hidden Deeps auf dem wunderbaren PC in der zweiten Folge. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben und haben jetzt den Samen bekommen, der hier auch schon alles in seiner Gegend wandelt, bunter macht. Ist das nicht schön? Was wir noch suchen, ist diese neunte Muschel für den Skin. Die fehlt uns noch, die allerletzte. Die würde ich natürlich jetzt schon gerne noch finden und es wird langsam tatsächlich hier dunkel. Wir haben hier dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Das ist mega. Das feiere ich schon. Muss ich dir mal sagen. So, ich gucke jetzt mir nochmal in jeder Ecke um, weil wir müssen das natürlich irgendwo noch übersehen haben. Okay. Nein, runter bitte. Wir hatten ja hier eine, aber nee, war nur ein Tagebuch. Bin ich hier vielleicht noch weiter? Nein. Eine Muschel war hier nicht. Alles klar. Geht das Suchen wieder los. Das ist mal so. 9 von 10 hast du, den 10. den findest du nicht. Wobei ich jetzt vielleicht das Funkeln besser sehe. Unten zum Beispiel sind die Figuren da noch gar nicht. Noch gar nicht verwandelt. Was bedeuten könnte. Ich war hier noch nicht. Naja, aber doch, hier war ich aber schon. Ja gut, da muss ich hin. Es muss hier sein. Kugel habe ich jetzt natürlich gerade nicht dabei. Egal. Doch, hier war ich schon. Die verwandeln sich dann wieder zurück. Mit der Zeit. Verstehe. Ich gehe doch jetzt hier nicht weg, ohne dass ich den 10. jetzt hier habe. Das kann ja nicht sein jetzt. Nee, das sehe ich nicht ein. Na komm, Tatsache. Sie verwandeln sich. Ja, zurück. Okay, na gut. Triggert schon so ein kleines bisschen. Ist gar nichts. Nichts. Gut, ich will mich jetzt ja auch nicht ewig an der Stelle aufhalten. Neuerung. Jawohl. Ja, das ist dasselbe. Ich finde das cool, wie sich hier alles ändert und so. Auf einmal alles wächst. Bunt wird und so ein ganzer Kram. Die Mucke ist auch schon irgendwie nice. Aber dass man da nicht runter kann. Die Steuerung ist sehr restriktiv. Oh, vielleicht taucht es ja noch auf. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noch. Also noch 8 weitere von diesen Leveln haben wir und dann war es das auch schon. Oh, und wir fahren direkt weg. Schade, jetzt habe ich eine Muschel nicht gefunden.
ist belastend. Die Schwester hatte eine Gabe. Verbunden mit der Masse konnte sie deren Wunden heilen. Sie fragte sich, was sie darüber hinaus noch tun konnte. Wenn ich die Stadt heile, kann ich damit wieder gut machen, was ich meinem Bruder angetan habe? Okay, ja, geht gleich weiter. Das ist mein... Cola, weiß ich nicht. Das Game... Ja, das ist jetzt schade. So, jetzt haben wir hier... Ja, genau. Und am Ende haben wir eine ganze Geschichte zu stehen. Sonstige Relikte haben wir noch irgendwie gar nichts. Na ja, Stile. 8 von 9. Das ist belastend. Sag ich ehrlich. Kann ich da nicht hinreisen? Genau, Bibliothek. Ich komm da hin. Nice. Ganz ehrlich, ich möchte das jetzt noch... Alle Objekte in der Nähe entdeckt. Wenn das so ist... Ich wollte die Karte aufmachen. Denn das nächste Ziel... Okay. Gehen wir zurück. Da wird sich ja dann vielleicht zeigen, was wir tun sollen oder so. Steuerung, bitte. Erzähle mir, Spiel, was ich tun muss, bitte. Wäre jetzt blöd. Oder bin ich jetzt quasi frei und kann mir aussuchen, wo ich hinfahre? Wir fahren jetzt einfach irgendwo hin. Kann natürlich jetzt sein, ne? Dass er jetzt mir... Dass ich jetzt hier die völlige Freiheit habe. Das wäre natürlich schön. Weil hier ist ja nichts, ne? Absolut. Nichts. Hier haben wir noch eine... Brücke, die wir theoretisch irgendwie, aber... Ich komme gerade nicht weiter nach oben. Ah, guck mal hier. Ist ja interessant, hier werden alle Kapitel und so einen ganzen Kram aufgeschrieben. Das ist eine richtige Base, das ist ja interessant. Okay, hier ist gar nichts, also, oh doch, hier ist was. Ah. Okay, ich kann also meine gesammelte Blume hier ablegen. Na gut, okay. So, warten jetzt. Nicht wirklich. Ah. Mit Y kannst du durchs Teleskop schauen. Ah. Sieh dich mithilfe des Teleskops, um auf der Karte neue Orte erscheinen zu lassen. Ah. 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 Achso, ja, das ist die Bibliothek, klar. Aha. Ort zur Karte hinzugefügt. Ich verstehe. Alles klar.
Wo geht's denn weiter? Hm. Okay. Upgrades. Ach so. Fahr mal hin. Scheiße, Boden. Komm ich hier rüber? Oh. Eins von 26 Boot-Upgrades eingesammelt. Sammle Upgrades, um die Dauer deines Bootschubs zu verlängern. Oh. Y gedrückt halten zum Boostern. Eg und so. Er lässt mich das hier nicht machen. Na doch, hier, guck mal. Okay. Oh. So, ist ja voll gut. Fahr jetzt hier einfach mal durch die Gegend. Denn hier haben wir ganz offensichtlich etwas. Hier kann man überall anlegen. Guck mal. Meine Schwester hat eine Pause verdient. Diesmal gehe ich auf Erkundung. Oh, ist interessant. Filter einfach. Okay. Naja. Bitte sehr. Mal die Frage, was gibt es hier jetzt? Ist das hier wieder so eine Insel? Es gibt keinen fest definierten Weg. Also wenn er das macht, dann heißt es wohl, ne, weil sie kann ja nur diese Kugeln da reinmachen. Das heißt, das hier ist jetzt eher so eine Nebengeschichte. Naja. Aber why not? Das ist alles schlecht, muss ich sagen. Hm. Okay. Auch nicht schlecht. Schon irgendwie alles nice aus, ne? Aber bisher ist hier nicht wirklich was, ne? Sag nicht, das is it. Hier ist wirklich gar nichts. Okay, naja. Wir haben also quasi nur mit dem Fernglas das entdeckt und das war's. Okay. Da ist noch was. Ein Upgrade. Schön. Okay. Ich weiß nicht, ob man die nur von hier entdecken kann oder eigentlich von überall. Aber ja, was soll's. Dann haben wir uns hier auch mal umgeschaut. Zip. Zum Upgrade. Komm mal, erst Upgrade. Will die verschwinden? Okay. Da ist das Upgrade. Das bringt mir mehr Boost. Boost habe ich dann bitte, wenn wir alle haben. Tagebuch sein. Ja, tatsächlich. Gehen Sie jetzt links von mir. Da war ich doch gerade. Habe ich etwas übersehen? Sicher nicht ein. Eine Truhe?
Auf der Insel sollen... Oh, ich verwechsel das. Auf der Insel ist ein Tagebuch, alles klar. Nicht gesehen. Was soll denn das sein? Da, guck mal, da kann man auch noch hoch die Treppe, lol. Okay. Ja, das ist belastend. Kein Problem, gehen wir den ganzen Weg einfach nochmal. Wir haben ja die Zeit hier. Wenn das Spiel eh schon nicht so lang ist, dann muss man sich halt wirklich dann... Weißt du, bei so einem Spiel, die eh schon so lang sind, dann lasse ich halt ganz gerne mal ein paar Sachen weg. Weil das Spiel ist so schon so lang. Ja, da unten, siehst du? Ja, ist klar. Okay. Das Buch wahrscheinlich da hinten irgendwo sein. Ja, alles klar. Aber wenn so ein Spiel nur ein paar Stunden geht, dann... finde ich, kann man das jetzt locker nochmal ein paar Stündchen in die Länge ziehen, wenn ich mir einfach nochmal ein paar Sachen extra anschaue. Ich meine, kann ja nicht schaden. Genau, ich, aber nee, ich komme nicht hin. Doch. Ah. Ja, ist schon ein bisschen versteckt. Deswegen. Stark, stark. Habe ich nichts gesehen. Aber die Karte zeigt es einem ja zum Glück an. Oh, da ist es. Schön. Weil so bin ich natürlich schon daran interessiert, alles zu finden. Es ist ja alles relativ einfach auffindbar. Ja, alle Objekte in der Nähe entdeckt. Schön, genau. Und das Spiel macht es auch transparent, indem es auch alles anzeigt. Jo, du hast alles hier erledigt. Top. Finde ich schön. Gefällt mir das System. Ist natürlich auch nicht die schönste Grafik der Welt, aber ganz ehrlich, auch das gratis Wasser und so, es sieht nicht schlecht aus. Ist jetzt auch nicht das neueste Spiel, das kam, aber ich meine jetzt 2023 haben wir jetzt. Das kam Mitte 22 oder Anfang 22, glaube ich, kam das sogar raus. Also es geht. Hab's halt nicht mitgekriegt, weil so eine kleinen Titel kriege ich meistens gar nicht mit, dass sie überhaupt rauskommen. Ja, manchmal hakt es ein bisschen, das ist ein bisschen schade, aber naja, gut. Sieht aus wie der Eiffelturm, so ein bisschen zumindest. Der Titanenkamm. Okay, das ist dann der nächste... Das nächste Level, oder was? Ah ne, das ist ein Orientierungspunkt. Eins von 10 Orientierungspunkten. Okay. Haben wir das auch erledigt. Dann machen wir vielleicht mal den. Das hatten wir ja schon eingesammelt, hoffe ich jetzt mal. Ne? Noch was Neues? Sonst ist erstmal nichts dran, würde ich sagen. Wir sind hier echt so weit offen, ne? Komplett freigestellt. Alles Mögliche zu tun. Ist da drin eigentlich irgendwas? Wirklich? Einfach nur ein versunkenes Wasser. Versunkenes Wasser. Versunkenes Haus. Hey. Oh, ich habe eine Kreatur entdeckt. Nice. Ein Delfin. Gehen wir von aus. Was sind das? Sind das Upgrades oder sind das, die Upgrades waren noch blau, oder? Ja.
eins von 20 Relikten heraufgezogen. So. Um in der Kuppel eine Galerie anzulegen. Okay, ist nice, muss ich sagen. Das ändert jetzt aber nichts an meinem Problem, dass ich jetzt nicht wirklich weiß, was ich hier tun soll. Kommen wir mal so ein bisschen durch Venedig durch, ne? Hier haben wir auf jeden Fall wieder so eine schwarzen Teile. Das heißt, es könnte natürlich jetzt hier wieder... Aha. Was haben wir da? Ein Ding. Okay, das heißt, da können wir auf alle Fälle hin. Aha. Schau mal an. Da haben wir unseren nächsten... Okay. Das war Bescheid. Also man kann das Game wirklich komplett frei scheinbar bestreiten, wie man lustig ist. Dann würde ich sagen, fahren wir da mal hin. Ach, okay. Also seekrank bist du am besten nicht. Boah. Ja, hier sieht es wirklich krass aus. Doch sagen. Nice. Okay, die Route ist ja gut gekennzeichnet. Jetzt nicht mehr. Auch halt hier ein Anlegepunkt. Das ist so das Problem. Ach, da ist der. Vorbeigefahren. Aha, das ist er. Boah, das hier hat schon was, muss ich sagen. Da machen wir gleich mal Ende mit der Folge hier. Dann geht's die nächste Folge weiter und da werden wir das hier schön erkunden und selbstverständlich auch wieder probieren, alles zu, ja, alles Mögliche zu finden. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.